Hello, and welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. You are one of the lucky applicants to test our new vehicle-based test chambers. You must be very proud. Although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may still occur. Ah, yes. We are going to have a lot of fun together. Hallo und herzlich willkommen zu Bridge Constructor Portal. Ich habe mich schon riesig auf dieses Spiel gefreut. Wie einige von euch wissen, bin ich ja Bauingenieur. Das heißt, irgendwelch was konstruieren finde ich immer super. Gerade weil ich mittlerweile in einer Behörde arbeite und einfach von meiner Statik doch ein bisschen weg bin. Und Portal, ich liebe Portal. Also, zwei meiner liebsten Hobbys in einem Spiel vereint. Großartig. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Und ja, ich habe es mir noch nicht mal gekauft, denn Head Up Games hat mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt, um hier ein Video drüber zu machen. Und wir schauen auch gleich mal rein. So, oh, aufgewacht. Hervorragend. Ich freue mich schon auf den Sarkasmus von Portal. Ja, ich möchte gern Chefaufseher werden, natürlich ja für die Wissenschaft und ja, okay, Prinzipien habe ich auch. Hier sei gleich angemerkt, während ich hier die Fragen durchklicke, wer das lesen möchte, kann das gerne tun. Ja, und nehmt eure Zitronen zurück. Also, die Sprachausgabe ist leider nur auf Englisch, das ist für mich so ein bisschen ein kleines Manko. Ich habe bisher 3 Level gespielt und einfach nur um ein bisschen reinzukommen, um hier nicht gleich wie der größte Napp dazustehen. Aber das Spiel ist sehr einsteigerfreundlich und ja, wer so ein bisschen Bock drauf hat, kann sich das hier gerne anschauen. Oder halt hier einfach die Serie verfolgen. Ja, was ich jetzt machen will, ich möchte definitiv die ersten 3 Level einfach so durchspielen und danach werde ich euch die Level immer dann zeigen, wenn ich sie geschafft habe. Das schauen wir mal, wie kompliziert die sind. Vielleicht spiele ich die auch einfach dann der Reihe nach durch. Das sehen wir dann. So, Hello and welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Dankeschön. Also, wir machen natürlich hier jetzt das Tutorial. All applicants must complete this test series for testing series tests. Before we start, however, please note that serious injuries may occur. Alles klar, es können immer Unfälle passieren, das ist ja klar. Und was ich gerade sagen wollte, wir wollen auf jeden Fall die Tutorial-Reihe hier einmal durchspielen. Und ja, ich freue mich schon. Großartig. The Enrichment Center is proud to announce that your family will be notified in the event of a work fatality with no additional garnishment to your wages. Your first task is to build a bridge so that a test vehicle can reach the test chamber exit. Ja, also ich soll eine Brücke bauen. Das können wir, ne? Genau. First we need to remove the useless assembly left by your predecessor. And we don't mean their family. Ja, also mein Vorgänger hat hier wundervoll was gebaut. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen machen wir das jetzt mit dem Doppelklick einfach in die Mitte einmal weg. Excellent. Your ability to destroy without question is quite impressive. Ich weiß. Genau. Next, we will supplant a new construction using Aperture Science convertible scaffold planks. Ja, wer sich übrigens wundert, ich bin nur ein bisschen erkältet. Wer meine anderen Spiele kennt, weiß, dass ich normalerweise nicht so tief basslastig spreche. Naja, das nur mal so am Rande. So, also ich konstruiere das hier einmal durch. Am Ende rechte Maustaste, um es zu beenden. Jetzt machen wir hier einmal die entsprechenden Sachen. Wer von Ingenieurverstand oder wer ein bisschen Ingenieurverstand hat, weiß, Dreiecke sind immer stabil. Also man sollte möglichst versuchen, Dreiecke zu bauen. The bridge still requires a roadway for the test vehicle to drive on. Fortunately, each Aperture Science convertible scaffold plank can be converted into a roadway and vice versa at any time. Genau, wir lernen hier jetzt auch gleich Englisch, weil wir hören englische Sprache und können das ganze Deutsch mitlesen. Also, das hier sind entsprechende Hydraulikstützen. Wenn ich da einmal draufklicke, habe ich halt hier die Fahrbahn. So.
Genau, und jetzt soll ich hier was fahren und schon schwenken wir in den 3D-Modus, sodass wir das auch vernünftig sehen, was wir hier bauen. Ziemlich cool, da fährt der Gabelstapler einmal rüber. Level 1, geschafft! Ole! Ja, tröd! Und zur nächsten Kammer. Und da sind wir auch schon zum zweiten Level. Wir klicken einmal auf Starten. Welcome to Test Chamber 2. Danke. Okay. To overcome obstacles, you will often need to construct your bridge uphill or downhill. Ja, schön. Berghoch oder bergunter bauen. Super. This roadway leads uphill, but is not suitable for vehicles. However, instead of destroying these components, we will modify their location. Ja, super. Also, hier ist die Steigung zu steil, da fährt nichts hoch. Alles gut. So, wir gucken mal einmal hier. Klicke auf das gelbe Verbindungsgelenk und halte es gedrückt. Warum macht er das denn nicht? Da haben wir es. Very good. Now build the supports underneath. Genau, jetzt müssen wir die Hydraulik haben. Alles klar. Excellent. The first bridge is ready. Now we will construct a vehicle ramp for hurdling to the exit. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal alleine bauen kann und nicht immer hier alles vorgegeben kriege, was ich so machen soll. Gucken wir mal. Und jetzt soll schon das erste losfahren. Gucken wir mal. Ja, eigentlich alles sieht doch alles gut aus, oder? So, was sollen wir hier oben? Konstruktion speichern. Ja, Speicherplatz 1 natürlich ist die beste Konstruktion ever. Also, dann fahr mal. Zack, da läuft es. Und er holt es. Geschwindigkeit, springt, schafft er es. Ja! Hurra, auch das haben wir geschafft. So, ein bisschen verschwenderisch ausgegeben. Okay. Ich habe doch nur das gebaut, was ihr gesagt habt. Ja, und da sind wir auch schon bei Level 3. Gucken wir da mal Please weiter. observe this test chamber layout and note that it is impossible for the vehicle to reach its destination. Ja, okay, das sehe ich. For this task, the test chamber will be enhanced with an Aperture Science Quantum Tunnel, or more commonly called a portal. Oh, ein Portal, wo der Name wohl The portal herkommt. will open in 3, 2, 1. Und jetzt hätte ich gedacht, zerstört sich alles selber. Nein. Okay. Your rapid progress has demonstrated that even the simplest employees can doodle a bridge, while our expert drivers handle the complex physics of navigating through portals. Alles klar, na dann. So, und hier wird es mir auch wieder vorgegeben, was wir jetzt hier machen müssen. Ja, super, okay. So, hier haben wir jetzt aber folgendes Problem. Das wird ja so nicht halten. Testing procedure requires that this test will not allow supporting the bridge from below. However, we can use the construction attachment points above to suspend the bridge with Aperture Science multipurpose super cables. Ah, super cables. Multipurpose super cables consist of tightly rolled shower curtains and can be stretched over long distances. Ah ja. Ja, wenn ihr noch irgendwie Duschvorhänge überhaupt, immer her damit, die können das hier scheinbar gebrauchen. Perfect. Now send the vehicle through the portal. Don't worry. These intradimensional gates have been proven completely safe for custodial staff. Das sehe ich genau. Da fährt er durch und da fällt er rein. Natürlich. Ihr mich auch. Na gut, dann demonstrieren wir das einmal. Los, fahre. Ah, die wobbelt ein bisschen. Ist doch blöd. Oh nein. Please note, to protect valuable testing apparatus, vehicle drivers are not permitted to make contact with the deadly fluid on the chamber floor. Oh, ja. Gut, Your also. Employee photo will be provided in the vehicle driver's cause of death form in the event of your failure. Okay. Also brauche ich wohl eine Versicherung hier bei dieser Tätigkeit. Alles klar. So, und das darf ich jetzt endlich mal alleine bauen. So, und dann machen wir hier auch gleich wieder eine Fahrbahn draus. So. Ja, und weil ich hier irgendwie.
Machen wir es halt so, ne? Also die Kabel dürften eigentlich noch nicht mal notwendig sein. Aber so hält es. Und jetzt nicht. Okay. So hält es nicht. Ach, weil das dann nicht verbunden ist. Jetzt müsste es doch aber halten hier. Ja. Und da fährt es drüber und zack, Level 3 geschafft. Ole, ja. Und wir sehen uns definitiv wieder zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Bridge Constructor Portal. Bis dahin, euer Jagul.